Ja, hey meine Nerds, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Uni. In der letzten Folge sind wir endlich hier bei unserem Chef angekommen. Der hat sich mit dem Aufzug hier verpisst. Und ich würde sagen, legen wir mal los. Okay, Selbstschussanlage. Wieder so viele Laser. Kann man da umgehen? Komm her. Ja, Laser. Na, kommt her. So, du bist der Nächste. So, und jetzt du wieder. Ey, was ist denn da? Nee. So, sehr schön. Mal gucken, brauchen. Würde ich mal sagen, geht's weiter. Na, guck mal hier. Da können wir die doch deaktivieren. Hallo, du sollst da bleiben. Läuft die wieder weg, ey. So. Da ist eine Tür. Ja, hier sind wir hergekommen, ne? Gut, die Laser sind deaktiviert. Die nicht. Machen wir hier auch noch am besten direkt. Hey. Hey. Oh mein Gott. Ja, genau. Ach Gott. Sehr schön. Nehmen wir mal direkt eins. Dann würde ich direkt sagen, da haben wir das auch. Machen wir beide direkt aus. So. Und weiter geht's. So, was haben wir denn jetzt, was Neues kommt? Hier ist ein Gang, ja, war klar. Da. Aufpassen. So. Hey. So, komm hoch. Sehr schön. Nee, komm, wir hauen ihn erstmal kaputt. So. Mhm. Da kommen wir raus. Da ist auch ein Ausgang. Da ist zu. Okay, da ist auch. Kommt der denn her? Mann! So. Das heißt ja, wir müssen wohl durch die Türen hier, wa? Ich würde sagen, machen wir das mal als erstes. Okay, hier können wir die Türen öffnen, perfekt. Gucken wir uns mal eben noch die andere Türe an. Mhm. Oh! Ja, hey. Konoko, bitte tun Sie mir nichts. Ich musste es tun, ich schwöre es. Was tun? Ich wusste, dass sie mehr als ein Android war. Jedenfalls für sie. Was hast du getan? Griffin wollte etwas gegen sie in der Hand haben. Mach, dass du verschwindest, jetzt! Dann bist du unhöflich. Hätte ich ja nicht extra gemacht. Gott. Hm. Nimm mal erstmal die Türe, würde ich sagen. Konoko, was ist mit Ihnen passiert? Das geht dich nichts an. Gib mir die Hypos und das Energiefeld. Sie waren eine von uns. Griffin hat Sie wie eine Tochter behandelt. Sie sollten sich schämen. Ich habe eine Rechnung zu begleichen und niemand wird mich aufhalten. Jetzt gib sie mir. Okay, hier. Okay. Jetzt aber langsam unhöflich, wa? So. Und weiter geht's. Kein Entkommen. Ich arbeite hier nur. So, ups, Entschuldigung. Habe ich mich vertan. Hör mal auf mich zu schießen, du blöd Mann. Redest du trotzdem noch mit mir? Du lässt dich von einem Mädchen besiegen. Kein Entkommen. Naja, kein Entkommen, sehr schön. Jetzt fängt ja auch noch an zu heulen. Ey, Alter, komm mal runter. Oh, nicht schon wieder Laser. Kein Entkommen. Haha. Aha.
Ja, schön. Hallo. Muss mal auf, durchs Fenster zu schießen, du blöd Mann. Oh Gott, du blöder Pisser, ey. Sich in einer Hochsicherheitskammer verbarrikadiert. Das Syndikat hat die Stromversorgung der Sicherheitssysteme im Gebäude deaktiviert. So. Ich werde dasselbe tun. Du wirst es gar nicht selber tun, weil ich steuere dich. Also mach ich es wieder. Wer die ganze Arbeit hat. Und ein Gefühl 200 Mal stirbt dabei. Wow. Oh, oh. Da. Bleib liegen. Also? Entschuldigung, Leute. Da. Machen wir den erstmal platt. Mach den kaputt, Mann! Nimm den Hut! Okay. So. Eben noch mal kurz was gucken. Da ist nur ein Terminal, da können wir nichts machen. Das heißt, wir müssen jetzt auf jeden Fall... an dem vorbei. Na, komm schneller, schneller! Erstmal hier rein. Umgucken. Super. Verlier deine Waffe. So. Gucken, hier ist auch noch ein Durchgang. Da gehen wir jetzt mal kurz rein. So, haben wir hier irgendwas? Sie sollten sich schämen nach allem, was Griffin für Sie getan hat. Mich schämen? Ich tue das, weil er mir alles genommen hat. Jetzt gib sie mir. Okay, hier. Könnte ja wenigstens mal bitte sagen, oder? So, dann müssen wir jetzt in die Etage wieder runter. Aber kann das sein, dass wir hier schon mal waren? So, hier unten war die Treppe, ne? Ja. So, aha. Der Trasse. Machen wir mal denselben Trick nochmal. Hier überspringen, ne? So. Mal direkt ein paar. Ja, genau. Komm hier rein, du Feigling. Weißt du, bricht ihnen das Genick und die bleiben trotzdem noch stehen. Na, Gott, Gott, Gott. Ja, was soll der Mist? Komm rein. Löwenfranke! Hab ich dich unterbrochen? So. Krieg geradeaus durch. Da war wieder der falsche Weg. Vielleicht müssen wir dann hier lang. Da lang. Da geht's nicht runter, aber wir gehen trotzdem mal hier rein. So. Hey. Er hat angefangen, damit ihr Bescheid wisst, ne? Ja, nochmal schön Hypo-Spray. Kurz umgucken. Hier ist nichts. Also auch auf die andere Seite. Ja, komm, 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 komm. Blöd Mann. So, Munition einfach mal mitnehmen. Ist noch jemand hier drin? Oh, mal kein Gegner. Bin erstaunt. So, jetzt kommt bestimmt wieder Laser. Ja, wie immer. So, das war die Springtaste. Wollt ihr alle von mir, ey? Wollte ich meine eigenen Kollegen zusammenschlagen? Oh Gott. Im Prinzip nichts anderes als normale. Oh Gott.
Ja, du bist der Nächste, komm. So, und du bist der Letzte. Komm her. Mein Gott. So, kriegst du in der Luft auch nochmal einen Pau auf die Fresse. So, wieder mal einen Hypo-Spray nehmen. Also das Spiel könnte jetzt mal echt lieb sein und nochmal speichern, ne? Aha. Aha. So, jetzt wieder von zwei Seiten, wie ich das hasse. Echt? Boah, wie ich das hasse, ne? So. Danke. Ach Gott. So. Bleib da einfach mal liegen, Mann. Danke. So, Spiel. Was sollen wir machen? Nee. Komm, hau ab, Alter. Da geht ja nur eine Richtung, ne? Also hier lang. Da. Laser. Ah, Spiel speichert. Sehr schön. So mag ich das auch. So. Ach, das ist ja da, wo alles weggeballert worden ist, ne? Sollen wir hier unten Computerterminal? Natürlich nicht. Wir könnten ja ganz fies sein und die Abkürzung nehmen, aber ich glaube, so einfach wird das nicht. Rein. Nein. So. Hörst du mal auf, du blöder Pisser. Mein Gott. So. Dann noch Munition nehmen. Dann nochmal der Hypo-Spray. Den Chip. Ich weigere mich, die Stromversorgung abzuschalten. Sie haben kein Recht, das zu tun. Sehr tapfer von dir. Dafür kriegst du bestimmt eine Medaille in die Urne. Gut, ich lasse sie rein. Es macht keinen Unterschied. Sie werden sie kriegen. Sie können der TCTF nicht entkommen. Mach aus. Geht doch. War das so schwer? Mein Gott. Warum sind die Dinger trotzdem noch an? Ah, da geht's runter. Ich wollte sagen, du bist blöd oder was? Nein! Erst den hier! So. Ist kaputt. Gucken, haben wir hier irgendwas? Hallo, bleib nicht immer an der Wand hängen. Sieht nicht so aus. Da geht's nicht lang. Ja, doch, hier geht's runter, ne? Nein, hier geht's nicht runter. Okay. Also hier weiter lang. Dann hier mal rein. Guten Tag. Hallo? Ist hier jemand? Löwe! Na ja, klar, dass wieder einer hier ist. So. Komm her. So, du hast nichts für mich. Sehr enttäuschend. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Energieschild, perfekt. Hey! Mein Gott! Die ist mir echt auf dem Sack mit deinen rumgetänzeln, ne? So, bleib liegen. So, hier haben wir nichts mehr. Okay. Da lang. So, direkt in den ersten Raum. Wieder direkt Schlägerei. Na, da ist jemand. Hey, hey, kommen Sie her. Ich bin doch da. Nehmen Sie das Hypo-Spray. Da gibt es ja doch noch Leute, die nett sind und helfen. Und nicht mich immer nur anmeckern. Ach Gott. Nein, bitte Mann. Nicht. So, bleib doch einfach mal liegen, Mann.
Danke. So, und weiter geht's. Nichts mehr, nichts mehr. Okay. Dann geht es wohl in den nächsten Raum. So. Hallo, jemand da? Der hängt wieder mit dem Kopf in der Wand. Hier scheint auch nichts zu sein. Also nächste Etage runter, wa? Oh, einmal gucken. Vielleicht ist hier was versteckt. Wusste ich doch. Sehr schön. Über die Bläserbarriere springe ich trotzdem drüber. Jetzt mal hier rein. Ah, wie ich das hasse, wenn die von beiden Seiten. Ey, alter Falter. Mein Gott. Mein Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Danke. So. Beide platt. Versorgungsknoten 1. Der Versorgungsknoten 1, sehr schön, muss ich selber kaputt machen. Noch ein Knotenpunkt. So. Und was ist? Trotzdem sind die Laserbarrieren an. Einmal. Zweimal. Ja, wie weit geht das eigentlich jetzt hier runter? Gucken. Na, guck mal, wir sind da schon fast unten. So. Mal gucken. Da ist wieder eine. Oh, Konoko, es tut mir so leid. Ich wollte nichts mit dieser Falle zu tun haben. Hey! Ja, Gott, wieder direkt zwei von denen auch noch, ey. Da wolltest du mich gerade anspringen, ne? Mein Gott. Mach kaputt. Ah, beide Dreck auf einmal, sehr schön. Weg auch zwei Hypospray. Hypospray, ja. Das ist echt fies. Wow, Glück gehabt. So. Wie es aussieht, kann ich diesen Knoten nicht deaktivieren. Hier ist dieser Versorgungsknoten. Doch. Weil jetzt gehen sie auf einmal alle aus. So, neues Ziel. Sie haben die Stromanlage deaktiviert. Sie dürfen nun die staatliche Verteidigung zwischen Ihnen und Griffin passieren. Sie müssen sie zuvor jedoch den Omega-Sicherheitstrakt öffnen. Okay. Das Spiel speicherst du noch einmal? Das wäre sehr nett. Ich habe nämlich keinen Bock, gleich zu sterben und die ganze Kacke nochmal von vorne zu machen. Okay, hier ist nichts mehr. Dann gehen wir wieder in die Etage runter. So, vorher haben wir hier noch eine Türe. Ne, sag ich doch. Komm her. Alter! Oh, guck mal da, sehr schön. Nochmal Munition. Nimm auf. Sehr schön. So. Da habe ich dir nichts getan. Diesmal kannst du mir helfen. Ich bin unbewaffnet. Das ist alles, was ich habe. Ich schwöre es. Ja, das reicht mir auch. Energie ist immer gut. Bei den letzten paar Leveln war das ein bisschen wenig, ne? Mal eben kurz gucken. Hier war da noch ein Durchgang, ne? Hier geht's runter. Hier geht's hoch, hier geht's runter. War ich hier drin, ne? Na, ich bin besser nicht reingegangen. Ah, ja, ist gut, Alter. Komm mal runter. Da. Immer abwechseln. Ihr kriegt alle einen auf die Fresse.
Warum drehst du dich? Oh Gott. Hallo, da ist dein Gegner. Meine Fresse, ey. Oh. So. So, hier ist nichts mehr Großartiges. Jetzt spielen wir eh, dass wir eine Etage runtergehen. Frage ist nur, welche Etage? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier runter. Ach Gott, wieder so ein Affe, ey. So, hier ist nichts. Hier ist natürlich auch nichts. So, nächste Fenster, nächste Türe. Guten Tag, einer da? Oder keiner da in Kanada? Keiner da in Kanada. Okay. Dann wohl. Okay, kannst du nur runterspringen. Ja, dann gehen wir doch mal. Hier runter. War klar, dass der Pischer auf der anderen Seite ist. Ei. Bist du ein Pirat? So. Da ist noch eine Knarre. So. Einmal kurz hier umgucken. Okay, wir hätten so oder so dahin gemusst. Ja, hier scheint nichts mehr zu sein. So, das heißt, hier drüben war eine Türe, ne? Genau. Ja Leute, ich würde sagen, für heute machen wir hier auf jeden Fall erstmal Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei einer neuen Folge von Oni. Ciao.